Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen bei Fighting Now. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen am Mikro, wie immer euer Eduard. Ex-Weltmeister Wladimir Klitschko attackiert jetzt den amtierenden WBC-Weltmeister Tyson Fury im Netz und wirft ihm wieder Drogenmissbrauch vor. Dass Wladimir Klitschko und Tyson Fury sich noch nie wirklich gut leiden konnten, war ja schon immer klar. Immerhin beendete Tyson Fury 2015 in Düsseldorf die lange Siegesserie von Wladimir Klitschko. Vor und nach dem Kampf gab es natürlich eine Menge Trash-Talk von Fury und zu einem Rückkampf kam es leider nie, weil Fury ja dann bekanntlich mental abstürzte. Anschließend wurde er positiv auf Kokain und weitere verbotene Substanzen getestet, womit dann der Rückkampf platzte. Wladimir Klitschko scheint bis heute noch empört darüber zu sein, dass er da damals um seinen Rückkampf gebracht wurde und so hat er auf Twitter seiner Wut freien Lauf gelassen. Tyson Fury hat natürlich in den letzten Jahren immer mal wieder hier und da etwas gegen Wladimir Klitschko gestichelt. Der Auslöser aber dieses Mal war ein Post von Fury, wo er ein Highlight-Video von Wladimirs Bruder Vitali teilte und als Überschrift dann "Ihm hätte ich auch gern in den Hintern getreten" schrieb. Wladimir Klitschko antwortete auf diesen Post mit folgendem Statement: "Fans, leider scheint Tyson Fury wieder auf verbotenen Substanzen zu sein. Die Geschichte zeigt, dass immer wenn er vor dem Ende steht, er mit irrationalen, sexistischen und rassistischen Aussagen kommt. Die Wahrheit ist, Klitschko und in den Arsch treten kommt lediglich in seiner Fantasie vor. Klitschko und Lauf und den Rückkampf umgehen, das ist eher realistisch. Sag einfach nein, mein Kumpel." Also mit "sag einfach nein" meint er wohl "sag einfach nein" zu Drogen. Wladimir Klitschko ist ja eigentlich eher ein sehr kontrollierter Typ, der sich eigentlich nie auf Trash-Talk einlässt und auch schon gar nicht auf Twitter. Deshalb fand ich das schon recht interessant, dass er sich hier bei Fury nicht zurückhalten konnte, nachdem dieser über seinen Bruder Vitali herziehte. Die beiden werden wahrscheinlich nie wirklich Kumpels. Wladimirs Meinung nach ist Fury dem Rückkampf absichtlich aus dem Weg gegangen und er fühlt sich da wohl so ein bisschen beraubt worden zu sein, was seinen Rückkampf angeht. Ähnlich auch wie aktuell Deontay Wilder, der Fury vorwirft, dem dritten Kampf aus dem Weg zu gehen. Checkt dazu mein letztes Video ab. Wir behalten ja im Hinterkopf, dass Wladimir bereits mehrfach ein potenzielles Comeback nicht ausschließt und dass er nochmal der älteste Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten werden möchte. Was hält ihr von Wladimirs jüngsten Statement? Denkt ihr, dass da auch was dran sein könnte? Hätte Klitschko damals in einem Rückkampf eine Chance gegen Fury gehabt? Schreibt mir wie immer eure Meinung in die Kommentare. Das war es soweit von mir dazu. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal Fighting Now für noch mehr Videos. Vielen Dank fürs Zusehen und damit bis zum nächsten Mal.